Am Wochenende wurde ein Anschlag auf die Vienna Pride verhindert. Wie sicher fühlt sich die Bevölkerung eigentlich noch in Wien? Wir haben uns umgehört. Es wurde jetzt verkündet, dass am Wochenende ein Terroranschlag für die Pride geplant war. Die Bürger wurden aber nicht darüber informiert, sondern erst am Sonntag wurde das bekannt. Was sagst du dazu? Ja, andererseits gut, dass sie es erst danach vielleicht gesagt haben. Wir sind schwer Panik ausgebrochen. Von den vergangenen Jahren haben wir halt diesen Anschlag erlebt und dass der Veranstalter nichts davon gewusst hat, ist ein bisschen fragwürdig. Wir haben eigentlich gedacht, dass diese Themen abgehakt sind, beziehungsweise es war ja vor ein, zwei Jahren eher aktuell oder vor Corona. Hast du Angst in Wien jetzt? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich eigentlich immer ziemlich weit fern von diesem, also von Terroranschlägen gefühlt. Man fühlt sich ein bisschen unsicher jetzt. Ja, ich denke schon. Also es wird schon vermehrt, glaube ich, jetzt immer öfter. Ich fühle mich eigentlich schon sicher. Also ich fühle mich schon recht sicher, ja. Ich fühle mich sicher und die Wahrscheinlichkeit ist auch so gering, dass wirklich dann genau mir was passiert. Aber es ist schrecklich, dass es überhaupt man sich darüber Gedanken machen muss. Ja, erschütternd. Also wild. Könnte die Politik noch irgendwas proaktiv machen, um jetzt auch in Zukunft dagegen vorzugehen? Ja, vielleicht die Leute, die etwas verdächtiger sind, ein bisschen mehr unter der Lupe nehmen. Ja, vielleicht mehr Sicherheitsleute überall haben. Ja, mehr Polizisten vielleicht, die was dafür stehen. Also die Freigabe der Daten, die jetzt über Handy und so weiter, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, das auch wirklich zu überprüfen oder dann zu sagen, es wird damit nicht auf andere Art irgendwie Schindluder getrieben, aber es wäre sicher die einzige Möglichkeit, ja.